Deutschland hat gewählt. Wir auch. Die amtierende Miss Germany, Katrin Wrobel, ist unsere neue Glücksfee bei Glücksrad. Und das macht mich wirklich glücklich. Puh, Männer. Das schönste Glücksrad aller Zeiten. Mit Katrin Wrobel und Thomas Orner. Ab Montag täglich um 19.30 Uhr bei Kabel 1. Man muss sympathisch sein, klug, hübsch, charmant und vor allem gut zu Fuß. Freuen Sie sich mit mir auf unsere neue Glücksfee, die amtierende Miss Germany, Katrin Wrobel. Das schönste Glücksrad aller Zeiten. Ab Montag täglich um 19.30 Uhr bei Kabel 1. Herzlich willkommen beim Glücksrad. Begrüßen Sie mit uns die neue Glücksfee, die schönste Frau Deutschlands, Katrin Wrobel. Und an ihrer Seite natürlich Thomas Orner. Und da sind wir, das neue Paar. Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe vom Glücksrad. Und das ist die neue, die schönste Deutschlands, Miss Germany, offiziell 2002. Katrin. Ja, Thomas. Fühlst du dich schon richtig wohl in der Familie in Sachen Glücksrad? Ja, sehr wohl. Die ersten Klagen? Kann ich schon Nein, sagen? Nein, nichts klagen. Also ich fühle mich sehr wohl. Das ist klasse. Und wie hast du dich vorbereitet aufs Glücksrad? Viel Buchstabensuppe gegessen? Patrick? Ja, nein, ich habe gar nichts gegessen. Habe die Wand betrachtet, Probelauf gemacht. Ist gar nicht so einfach, diese Wand zu bedienen. Also ich habe ja, schon auf sie hat so ihre Tücken, aber es funktioniert. Du wirst das meistern. Ich hoffe. Da ist der neue Arbeitsort. Viel Super. Spaß. Danke. Und auf ein Wiedersehen, das werden wir häufiger haben. Und jetzt begrüßen wir erstmal unsere drei Kandidaten. Auserwählte hier beim Glücksrad, den André Gürtler aus Berlin. Dann haben wir bei uns die Gabriela Prinz von Großwittensee, das ist Hallo. Bei Rendsburg. Und wir begrüßen den Fredo Lausch, er kommt aus Schweinfurt. Wunderschönen guten Abend. Mensch, alles neu. Also neue Woche, neue Assistentin, neue Kandidatin und wir haben auch ein ganz neues Motto. Zumindest für diese Woche, vom Montag bis Freitag, beschäftigen wir uns jeweils im Glücksrad um eine ganz bestimmte europäische Metropole. Und den Gewinner, zum Beispiel der heutigen Sendung, den werden wir dann genau in diese Stadt schicken. Und da kann er dann eine wunderbare Woche vielleicht verbringen mit allen drum und dran. Jetzt müssen wir aber erstmal klären eigentlich, wohin es geht mit dem Glücksrad. Und genau das ist die Aufgabe meiner drei Kandidaten. Zuerst, es geht rein in die Quickie-Runde. Und Vorsicht, ihr werdet jetzt keine Buchstaben sehen, sondern viele, viele Bilder. Und zusammen ergeben sie ein ganz bestimmtes Stadtbild. Und ich möchte gerne den Namen der Stadt von euch erfahren. Also, Bild ab, es geht so los. Und wer zuerst drückt, der bekommt 500 Euro. Typischer Himmel. Und wer drückt? Gedrückt, Gabriela London. Prinz. Das ist London, richtig. Das ist gut. Ja, Gratulation. Danke. Ja, also die erste Hürde ist genommen. Also London, es dreht sich heute nur um London im Glücksrad. Und der Gewinner darf dann vielleicht eine ganze Woche nach London und natürlich ein bisschen Kleingeld mitnehmen. Du bekommst als erstes Kleingeld, 500 Euro. Warst du schon mal in London? Nein. Willst du nach London? Ja, logisch. Dann streng dich an. Du hast ja einen guten Anfang schon mal gewählt. Gabriela. Danke. Und für Sie zu Hause, Sie kann ich natürlich nicht nach London schicken, klare Sache. Aber ich kann Ihnen zumindest versprechen, dass Sie, wenn Sie fleißig miträtseln zu Hause, 1.000 Euro gewinnen können. Und Sie müssen einfach nur unsere Rätsel lösen in Sachen London und anrufen unter der 0190 10 10 33. Aber jetzt kümmern wir uns auch um London. Und zwar um etwas ganz Typisches. Das erste Rätsel hat so viel Buchstaben. Alles, was mit London zu tun hat. Jetzt gesucht. Und etwas Typisches. Oh, das ist typisch Glücksrad. Fredo, es geht weiter bei dir. Das N wie Nero, bitte. Nein. André? Mist. Dann nehme ich ein S wie Saufgelage. Sind wir schon beim Thema. Letzter Buchstabe ist das S. Ich weiß nicht, ob Saufgelage was Typisches ist in Sachen London, aber da feiert man auch ganz gerne. 50. Ein L wie Ludwigsburg. Können wir auch mit dienen.
Katrin, du machst das wunderbar. Dankeschön. Ein R wie Russland. Das geht nicht nach Russland, aber das R ist auch auf unserer Leinwand. Ja, ein L, ein R, ein S. Ein B wie britisch. Sehr britisch. Ja. London ist unsere Überschrift heute beim Glücksrad. Wir suchen etwas Typisches, was mit dieser Stadt zu tun hat. 50. Ein M wie Mauritius. Nein. Gabriela? P wie Pius. Oder Piccadilly Circus gibt's auch in London. Zweimal das P. D wie Dora. Zweimal. Mittlerweile 550 Euro, schon für Gabriela. Und 200. C wie Cecilie. Einmal. Und K wie Kuss. Und dann möchte ich lösen. Lösen für 875. Doppeldeckerbus. Doppeldeckerbus. Geht doch. Sind wir was Typisches für London, prägen das Stadtbild zumindest in London. Gabriela, ich lege noch mal 100 Euro drauf, wenn du mir die nächste Frage zu Doppeldeckerbus in Sachen London beantworten kannst. Ist ganz einfach, musst nicht so gucken. Nein, 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 ist nicht wie beim Zahnarzt. Schauen wir mal. Welche Farbe hat der Doppeldeckerbus in London? Also, so viel ich in Erinnerung habe, rot. Richtig, auch noch mal 100 Euro. Und auf Sie wartet jetzt auch ein Rätsel in Sachen London. Schauen Sie mal hier, was wir mitgebracht haben aus London. Etwas aus dem Bereich Wertvolles. Kleiner Tipp von mir, man kann es im Tower begutachten, bestaunen. Und jetzt rufen Sie einfach an. 0190 27 0120. Und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei, lösen Sie unser Rätsel und kassieren 250 Euro. Wir machen eine kleine Pause und dann geht's wieder nach London mit dem Glücksrad. Bis gleich. Very British heute die Ausgabe vom Glücksrad. Heute dreht sich alles um die wunderbare Stadt London. Also jedes Rätsel, das wir lösen, hat mit London zu tun. Und das nicht ohne Grund, denn den Gewinner des heutigen Tages, den schicken wir dann auch mit London. Und das Kleingeld, das Passende, das bekommt er von uns auch noch dazu. Und wenn der ein oder andere Kandidat leer ausgehen sollte, hat er trotzdem noch die Möglichkeit, eine kleine Reise anzutreten. Und diese Reise befindet sich auf unserem Glücksrad. Schauen Sie mal, das ist ein bisschen schwierig. Also wir könnten einen von euch nach Berlin schicken, aber dazu muss man erstmal auf dieses Feld kommen, nämlich Berlin hin. Aber nur hin reicht ja nicht. Man muss ja dann auch irgendwann mal wieder nach Hause. Deswegen muss man auch das zweite Feld treffen, nämlich Berlin zurück. Erst wenn einer von euch Berlin hin und Berlin zurück sich erdreht hat in den kommenden Runden, dann könnt ihr ein schönes Wochenende erleben, genau dort, woher diese Bilder kommen. Seid willkommen in Berlin. Genießen Sie mit Neckermann City und Events ein Wochenende in Berlin. Sie fliegen mit der Lufthansa und residieren im The Westin Grand Berlin, dem exklusiven und luxuriösen Fünf-Sterne-Haus direkt am Brandenburger Tor. Sie schweben mit einem der weltgrößten Heliumballone, dem Berlin Highflyer, und erleben den Blick aus 150 Metern über die gesamte City. Also, bald machen wir ein Reisebüro auf. Einen schickt man nach London, der andere nach Berlin. Aber noch seid ihr hier, noch dürft ihr nicht durchstarten. Und wir haben ja eine Führende hier. Gabriela hat die erste Runde für sich entscheiden können mit 975 Euro. Die sind ja schon mal gut geschrieben. Und da kann es Gabriela langsam angehen lassen und sagen, also bei den Herren, den lasse ich jetzt mal den Vortritt. Und Fredo wird gleich ans Rad kommen, aber noch nicht. Denn erst wollen wir ja hören, zweites Rätsel in Sachen London heute beim Glücksrad. Katrin, was gibt's dazu zu sagen? Ja, unsere Kandidaten dürfen etwas aus der Rubrik Film erraten. Okay, los geht's. Und 150. Ein S wie Sonnenschein. Leider kein Schon Sonnenaufgang wieder. Für dich, Frieda. Da kann man sich aber auch erinnern. Dann nehme ich ein L wie luxuriös. Ja, auf uns wartet ja eine luxuriöse Reise. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ich lege für dich ja richtig vor, ja. Und du räumst dann ab.
Hallihallo. Aber 50% sind drin, ja. Also hin. Aber um die Reise zu bekommen in Sachen Berlin, musst du auch auf Berlin zurück. Gut. Aber das ist vorgemerkt, hin auf jeden Fall. Und es geht weiter am Rad. Aber jetzt die 50. Denn hätte ich gerne ein H wie Hausfrau. Der Mann wünscht sich eine Hausfrau. Können wir später noch mal besprechen. Oh, bitteschön. Bankrott. Gabriela. Das tut mir aber leid. Ja, wirklich? Komm. Wir sind noch im Film. Jetzt für 200. London, Überschrift. G wie Gabriela. Das nehmen wir doch. Nomen ist Omen. T wie Toni. Zweimal. Das bringt nochmal 250 Euro dazu. Mittlerweile 450 für Gabriela. Und nochmal 80 dazu. P wie Paul. Und tschüss. Und tschüss, ja, so kann man es auch sagen. Fredo. Ein N wie nicht im Rätsel. Anfangsbuchstabe. Und damit sind die Konsonanten weg. 100 Euro. Also, Fredo, kannst du erraten, was wir suchen? Versuche ich zu lösen. Ja. Notting Hill. Notting Hill, richtig. Yes. Diese Runde 100 Euro für Fredo. Notting Hill ist ja ein so Nobelort. Bereich in London, da sind die Schönen, die Reichen, auch Madonna wohnt dort und es wurde auch ein Film eben gedreht, Notting Hill mit Hugh Grant und Julia Roberts. Kennst du den Film, Fredo? Gesehen, Notting Hill? Nö. Schade, schade, weil ich habe jetzt eine Frage dazu und es könnte nochmal 100 Euro für dich geben. Aber du redest ganz einfach. Mit ein bisschen Glück kommst du der Lösung dann auf die Spur. Notting Hill spielt mit Hugh Grant, habe ich gerade gesagt, Julia Roberts. Und Hugh Grant spielte einen Verkäufer in einem Laden. Was hat er denn in diesem Laden, der sich in Notting Hill befindet, verkauft? Hat er verkauft Gewürze oder hat er verkauft Bücher? Ich tippe immer auf Bücher. Richtig getippt. Yes. Bücher nochmal. 100 Euro dazu. Und damit jetzt 200. Schließt sich doch schon ganz anders. Aber das war ein bisschen Glück. Also, ja, das war Film nicht gesehen, aber Gewürze, Spice Girl ist er ja nicht. Also von daher hat er die Bücher verkauft. Für Sie habe ich jetzt den Hinweis, dass Sie Millionär werden können. Und wie Sie das schaffen, das sehen Sie jetzt. Spielen Sie Lotto? Träumen Sie auch von 6 Richtigen? Dann tippen Sie nicht mehr alleine und mit nur einem Lottoschein. Gemeinsam spielen und gewinnen, das ist Ihre Alternative. Mit dem Pharmasystem 49 nutzen Sie alle Vorteile einer professionellen Spielgemeinschaft. Niedriger Einsatz, computeroptimierte Systeme und hohe Chancen. Mit nur 12 Euro Wocheneinsatz können Sie jeden Samstag bis zu 1 Million Euro gewinnen. Viele tausend zufriedene Mitspieler nutzen bereits diese moderne Lottospielidee. Informieren Sie sich jetzt. 0800 22 00 123. Unsere Telefone sind jetzt geschaltet. Dieses Feld ist jetzt auch geschaltet. Wer auf dieses Feld kommt, gewinnt ein Farbesystem 49. Man spielt mit 2000 Lottoreihen. Anstatt nur mit einem Lottoschein hat damit die Möglichkeit, bis zu 1 Million Euro zu gewinnen. Und Sie können, wie gesagt, diesen Lottoschein jetzt bestellen, telefonisch unter der 0800 22 00 123. Das ist das Schöne. Ihr müsst in der Sendung nicht telefonieren, nicht bestellen, nicht informieren. Ihr müsst nur auf dieses Feld kommen und dann gibt es ratzfatz diesen Gutschein. Aber muss man sich erdrehen, muss man sich erspielen. Faber, das Feld wartet auf euch genauso wie unser nächstes Rätsel. London ist wieder angesagt und nochmal ganz schnell der Zwischenstand zur Orientierung, damit jeder weiß, wo er steht. Wir haben 975 Euro für die Gabriela, wir haben 200 Euro für Fredo und wir haben noch 0 Euro für André. Noch, ich betone immer wieder noch, denn das kann sich noch alles ändern hier beim Glücksrad. Also, rein geht es jetzt in die nächste Runde. In London, da leben und lebten viele bekannte Persönlichkeiten. Und solch eine Persönlichkeit suchen wir jetzt. Einen bestimmten Namen aus London. Und den Anfang macht jetzt André. Für 80. Da hätte ich gern ein N wie Nikolaus. Viermal sind 320 Euro auf einen Schlag.
versuch's mal. Faber! Also, die ersten Punkte hast du schon mal gesammelt, die ersten Euro. Und vielleicht kommt noch mal 1 Million Euro dazu. Würde mich freuen, wenn es klappt mit Farbesystem 49. Also, bin ich nichts dagegen. Mit leeren Händen fliegst du schon mal nicht nach Hause. Super. Das ist schon mal sicher. Und es geht weiter. Dann hätte ich gern ein S wie Sir. Nein, der Sir meldet sich ab. Gabriela, it's your turn, wie man in London zu sagen pflegt. 50. P wie Penelope. Nein. Ups. Und Fredo. Die beiden Goldfische drücken jetzt die Flossen, damit es hinhaut. Mit einem guten Betrag und das werden 200. Das K wie Kopernikus. Mhm. 200 Euro, gut geschrieben. Das ist ein tolles Feld. Ein E wie E im Rätsel. Mhm. Viermal. Weiterhin am Rad mit 200 Euro. Das denke ich mir, dass dir das Feld gefällt. Okay, Fredo, wir sind das ganz Ohren. I wie Ida. Yes, sir. Der Mann hat einen Lauf. Dann nehme ich das Ö. 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 Ja. Wir kommen der Lösung auf die Spur. Ein Name. London ist das Motto heute. Ein D wie das. Dreimal das D. Nochmal 150 Euro dazu. Mittlerweile 350 Euro. Friede, du schaust, als ob du lösen könntest. Oder willst du noch mal drehen? Ich habe es überlegt, aber ich drehe noch mal. Drehst noch mal. Gut. Ein R wie Rätsel. Gehen wir zweimal aus, das R. 450 Euro. Summa summarum in dieser Runde. Ist noch mal wagen? Ich drehe noch mal. Ja, bevor die Zeit zu Ende ist. Nein! Der Mann hat ein Abo beim Glücksrad. Ist sowas noch drin? Dann nehme ich das A wie Anton. Zweimal das A. Ich drehe noch mal. Er reizt das Rad jetzt aus. Er will Geld verdienen, 135. Ein G wie ganz nah an der Lösung. Einmal das G auch. Jetzt 585 Euro. Du könntest den Sack zumachen. Ich drehe noch mal. Das ist... Also, lösen kann das, aber er will sich jetzt richtig gesund stoßen. Euromäßig. Noch mal 75. Ein F wie falsch. Mensch, ich hab gedacht, jetzt macht er noch mal. Aber gut. Ich wusste es nicht. André, das kannst du jetzt ausnutzen. Du hast 320 Euro. Hab ich dich doch gefragt. Hab ich schon machen können. Ich wollte ja schon warnen. Dass aber jetzt werde ich bestimmt wieder aussetzen. Dann habe ich ja meine Kollegin, die würde es denn für mich lösen. Gabriela, also noch 0 Euro. Ein bisschen was. Bankrott, bitte. Nein. 75 Euro. H, wie Heinrich. Ha! Und jetzt. Für. Und Z wie Zeppelin. Und damit haben wir die Lösung. Sag sie noch mal ganz laut, Gabriela. Diana, die Königin der Herzen. Jawohl. Diana, die Königin der Herzen. Gabriela, du hast schon lange trainiert aufs Glücksrad. Wie lange schon bist du dabei? Vom ersten Tag an. Vom ersten Tag an? Ja, und wenn es möglich ist, mache ich es auch im Urlaub. Und jetzt endlich hat es geklappt, dass du hergekommen bist. Und dann macht sich das lange, viele Glücksrad anschauen richtig bezahlt. Ja, doch. Auf jeden Fall. 1.100. Ja. Da kann man sich schon langsam sicher vorstellen, mit wem man da nach London fliegen könnte. Aber wir befinden uns jetzt erst in der vierten Runde.
Und da wird es sehr musikalisch werden. Alles, was wir musikalisch verbinden, eben mit London. Und so schaut unser Rätsel aus. Gabriela greift jetzt an. Musik aus London. D wie Dame. Einmal. Und damit der erste Buchstabe für unser Rätsel. Und jetzt bei 80. L wie Lorraine. Ah. R wie Romeo. Nein. Und tschüss. Romeo muss warten. Fredo, ja? ...135. Dann nehme ich das Envy noch mal versuchen. Da ist der Wurm drin. Dann hätte ich gern ein T wie... Sag's nur. Ja. Ja, ist da, das T. Und ein K wie Kamel, bitte. K wie Kamel. Mhm. Gabriela. Und das ist vorgemerkt. Berlin hin, jetzt nur noch auf Berlin zurück. Und dann ein Wochenende auf jeden Fall schon mal in Berlin. Bitte. 125. Ja, du wolltest ja gleich zurückkommen, ne? Ein N wie Nora. Nein. Fredo? Habe ich geschlafen. Ein S wie Super. Dreimal. Ja. Das sind 450 Euro auf die Schnelle. Musik. London. Ein H wie Heinrich. Nein. Also, jetzt wollen wir auf die Schnelle erfahren, welche Musik aus London wir suchen. Ein paar Buchstaben haben wir schon. Mit André geht es weiter für 75. Hören wir einen Konsonanten. Ich hätte gerne ein M wie Musical. Ja. Und möchte ihn auch lösen. Das Musical Cats. Das Musical Cats war gesucht. Und das verbindet man ja sehr eng mit London. Uraufgeführt 1981. Eines, wenn nicht sogar das erfolgreichste Musical. Und da hatte André endlich mal die Krallen ausgefahren. Jetzt 210 Euro. Du bist mit von der Partie, hast aufgeholt, das ist auch gut so. Jetzt könnt ihr ein bisschen verschnaufen, zumindest was die Eurojagd anbetrifft. Aber jetzt sollt ihr auf Jagd gehen nach einem Preis von Home Shopping Europe. Einen Preis von Home Shopping Europe, den, glaube ich, jeder von uns benötigen kann und vielleicht auch benutzen kann. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal das Rätsel. Schauen wir es uns gemeinsam an, denn hier kommen die Buchstaben. Wer zuerst drückt, darf einkaufen gehen bei Home Shopping Europe. Los geht es. London, nach wie vor unser Thema. Fredo? Oh, das Kaufhaus, darf ich lösen? Ja, ja. Das Kaufhaus Hanebys. Nein, das kenne ich nicht, aber wir machen weiter. Wer zuerst drückt von den beiden anderen ist dabei. Und ganz schnell der andere. Das Kaufhaus Harrods. Das Kaufhaus Harrods. Der Traum aller Frauen. Also ist ja wirklich ein Einkaufsparadies. Da kann man sich alles kaufen, anschauen, was man sich nur erträumen kann. Die Quickie-Runde ist für dich schon mal reserviert. Das heißt, auch ein Preis wartet jetzt auf dich. Und den bekommen wir jetzt präsentiert von Stefanie. Stefanie, herzlich willkommen. Was dürfen wir André mit nach Hause geben? Ich komme nicht von Harrods, ich komme von einem anderen Kaufhaus, nämlich Ihrem Kaufhaus für den Einkauf von zu Hause aus. Ich habe André ein Mini-Step-Gerät mitgebracht und Sie hören schon bei dem Wort Mini, da handelt es sich um ein Trainingsgerät, das nicht im Keller landen muss, weil es viel zu groß ist für den Wohnraum, sondern das ist so klein, das können Sie sogar, wenn Sie es mal nicht gebrauchen, unter das Bett schieben. Das ist ein Trainingsgerät, mit dem Sie Ihre Herz-Kreislauf-Funktion, das heißt etwas für Ihre Kondition tun können und aber auch gleichzeitig Ihre Muskeln aufbauen können. Und da geht es ganz genau um die Muskeln im mittleren Beinbereich, den Oberschenkel, dann unten um die Waden und natürlich auch um den Popo. Und es kann sich auch
auch keiner mehr entschuldigen. Wir haben ganz große Trittflächen, das heißt, sowohl Papas Füße passen darauf, als aber auch die Füße vom Kind in der Familie und wer das Gerät natürlich noch weiter benutzen will. Das ist ein Mini-Stepper der Linie Silverline. Bei uns bei Home Shopping Europe wird er von Carsten Speck vorgestellt. Und Sie kennen diesen Schauspieler sicherlich, der steht ja für den Bereich Sport schlechthin und er kennt sich mit Sportgeräten aus. Wenn Sie Lust auf Training haben, irgendwann mal zwischendurch, zum Beispiel wenn Sie das Glücksrad schauen, greifen Sie unters Bett, holen Sie sich Ihren Mini-Stepper heraus, denn Sie können jetzt bestellen. Die Bestellnummer sehen Sie eingeblendet und die Telefonnummer. 24 Stunden rund um die Uhr können Sie bei uns anrufen. Am besten aber, wenn wir fertig sind mit dem Glücksrad. Und ich gebe auch gleich zurück zu den Kandidaten und zu Thomas. Danke, Stefanie, und bis morgen. Also ein schickes Gerät, da kann man ein bisschen trainieren. Carsten Speck, der Schauspieler, wird das immer vorstellen. Ja, nach dem Motto, der Speck muss weg, aber nicht der Carsten, der bleibt. Okay, wir bleiben auch hier, klare Sache, mit dem Glücksrad. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann wird sich entscheiden, wer nach London darf. Also, bis gleich, wir sehen uns wieder nach der Werbung. Das ist heute unter anderem eine Spezialausgabe. Das Glücksrad drehte sich mächtig in Sachen London. Das ist heute unser Motto und alle Rätsel wurden wunderbar gelöst. Aber jetzt gilt es nur noch, das letzte Rätsel zu lösen und dann wird sich entscheiden, welcher Kandidat eventuell eine ganze Woche lang es sich gut gehen lassen kann in London. Es schaut sehr, sehr gut aus für Gabriella. Sie hat mittlerweile 1.100 Euro. Gefolgt mit 210 Euro André und Fredo hat ebenfalls 200 Euro. Jetzt kommt unser letzter Bereich. Ich hoffe, unsere Kandidaten sind viel belesen. Denn jetzt dreht sich alles um den Bereich Literatur. Hm, 150. Das S wie super. Ja, schließe ich mich an. Ja, nochmal 150. Ein T wie Thorsten. Einmal. Ein N wie nochmal. Dreimal nochmal, genau. Und schon 900 Euro. Dann möchte ich gerne ein E kaufen. Ein E. Literatur. Und knisternde Spannung zu Hause und auch hier im Studio. Auf 150. Ein R wie Rudolf. Ah, viermal. Darf jetzt Katrin aufdecken? Das R. Es rollt und rollt und rollt. 1.300 Euro bereits. Dann kaufe ich noch mal. Oh, wir haben es ja. I. Ein I. Mhm. Und ich drehe. Ja, Fredo. Mit ruhiger Hand führte unser Glücksrad. 100. Ein H wie Hauptmann. Einmal. Mhm. Dann würde ich gerne noch mal was kaufen. Ja, du hast 1.200 Euro. Ein A wie Anton. Dreimal. Der eine oder andere könnte lösen, aber... Ich nicht. Fredo nicht, nein, ich wollte dich auch nicht unter Druck setzen, um Gottes Willen. Es bleibt schwierig genug. 50. Ein L wie Ludwig. Mhm. Literatur. Jetzt das richtige Feld bekommen, nur nicht das falsche. 200. Dann nehme ich das M wie Musical, das ich vorher nicht wusste. Und dann würde ich gerne versuchen zu lösen. Ja, mit 1.450 Euro, das wäre der Sieg. Romanautorin Rosamunde Pilcher. Korrekt. Yes! Romanautorin Rosamunde Pilcher. Berühmte Autorin, man sieht ja auch ihre Bücher verfilmt, im Fernsehen sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe mir schon gedacht, Mensch, der Fredo, der hat so viel Pech und es wird nicht und wird nicht. Und in der letzten Runde hat das nochmal allen gezeigt. Wir haben einen strahlenden Sieger mit 1.450 Euro. Also das ist dir schon mal sicher, Fredo. Und für euch ist sicher unser kleines Fredel, das Schweinchen, als Andenken. Ja, ich mach mal hier den hier. Ne? Alles Liebe, alles Gute.
Grüße nach Berlin, Gabriela. Du warst lange Zeit auf der Siegerstraße. Tja, man kann aber Fredo hat dich abgefangen. Trotzdem, hier, da, schon vor Schreck fallen jetzt hier unsere Mitarbeiter um, weil sie auch damit wahrscheinlich nicht gerechnet haben, dass Gabriela noch mal letztendlich aufgeholt wurde von Fredo. Ja. Weißt du, was das bedeutet, Fredo? Ich darf noch mal. Du darfst noch mal. Ja, du musst noch mal in die Bonusrunde. Und dann werden wir dann feststellen, ob du fliegen kannst oder nicht, weil die Kohle, die hast du jetzt auf jeden Fall sicher. Cool. Wir gehen rüber zu unserem Tresor und dann erkläre ich dir das Kleingedruckte beim Glücksrad. 1.650 Euro sind dir gewiss. Und jetzt wird gespielt um eine traumhafte Reise. Du warst noch nie in London? Nee, leider nicht. Dann können wir uns jetzt auf jeden Fall mal gemeinsam anschauen, was du bisher verpasst hast. Das und mehr erwartet Fredo in London. British Airways fliegt Sie nach London, in die Metropole Englands. Erleben Sie 2 Tage oder vielleicht sogar 1 Woche die Stadt mit seinen unzähligen Restaurants und Geschäften. Im 4-Sterne-Hotel Melia Whitehouse erleben Sie Hotellerie der Luxusklasse gegenüber des bekannten Regent's Park und nur ein paar Minuten von Oxford Street und Piccadilly Circus entfernt. Die wohl begehrteste Stadt in Europa lässt das Herz jedes Reisenden höher schlagen. Welcome in London. Also ich glaube, wenn man diese Bilder sieht, Fredo, das lässt auch dein Herz jetzt höher schlagen. Ja. Weil du hast die Möglichkeit, ja jetzt nach London zu kommen. Ich habe für dich 3 Umschläge. In einem Umschlag befindet sich Geld, 2.500 Euro. In dem anderen Umschlag ein Wochenende in London mit allem drum und dran, was wir gerade gesehen haben. Und wenn es richtig gut funktioniert, du den richtigen Umschlag auswählst, dann gibt es 1 Woche feiern, machen, was du tun und lassen möchtest, shoppen in London, also eine ganze Woche. Ich kann dir leider nicht auf die Sprünge helfen. Auswählen musst du selber. Ich mische noch mal, aber das bringt sowieso nichts. Ich weiß auch nicht, wo was drin ist. Orange. Vielleicht Geld, vielleicht ein Wochenende, vielleicht eine ganze Woche in London. Halt ihn gut fest, diesen Umschlag, denn jetzt gilt es ja, die Bonusrunde erstmal für dich zu entscheiden. London zum letzten im Glücksrad. Und wir suchen etwas aus dem Bereich Sport. Ernste bekommst du von uns jetzt vorgegeben. Jetzt brauche ich noch 1 Vokal und 2 Konsonanten. Ich nehme das A wie Anton, M wie Martha und H wie Heinrich. Schauen wir mal, ob der ein oder andere Buchstabe vertreten ist. Geht's nach London oder gibt's die Kohle? Jetzt wird sich's entscheiden. Sport. Und 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Wembley Stadion. Bingo! Wembley Stadion. Cool. Yes. Wir erinnern uns an das legendäre Wembley-Tor 66. Wembley Stadion wird ja mittlerweile abgerissen, neu gebaut. Ja, mal einen herzlichen Glückwunsch, ne? Zum ersten Mal umarmt Sie als Glücksfee einen Kandidaten, Fredo. Aber jetzt spannen wir uns nicht länger auf die Folter. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was in deinem Umschlag ist. Also, wie lange schicken wir dich oder gibt's Geld? 2 Tage London. Also, Wochenende ist gebongt. Schauen wir noch mal ganz schnell, wo wäre es denn gewesen? Hier wäre gewesen die Woche London. Und da wäre gewesen, lass mich noch mal schauen, 2.500. Aber du nimmst mit 1.650 Euro. Wochenende London. Also, alles Liebe, schreib uns eine Karte aus London. Danke natürlich auch André und Gabriele. Hat uns Spaß gemacht. Und du bleibst bei mir, Katrin, ja? Ja, natürlich. Okay, klar, dann freuen wir uns auf Katrin auch morgen wieder. Neue Ausgabe Glücksrad, dann wieder eine spezielle Stadt Europas, in die wir spielen werden. Schönen Abend noch, alles Gute bei Kabel 1. Ciao, servus. Und für den kleinen Sport zwischendurch können Sie ihn jetzt bestellen, den Mini-Stepper. Die Bestellnummer ist die 164784. Und dann können Sie schon beim nächsten Glücksrad mit steppen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. M wie Mars. Einmal. Ich versuche zu lösen, denn ja. Paris träumt von der Liebe. H wie Himmel. Hugo. Hugo. Nehmen wir alles. So, die Konsonanten sind weg. Und du hast 560 Euro. Kannst du lösen oder willst noch was kaufen? Ist dabei. Toro. Ein I ist drin, deshalb nehme ich das auch. Das weißt du schon, dass das I drin ist, ja? Ja, ich denke schon. Na gut. Ein E wie Emil. So. Ja.
am Schlösen. Solarenergie. Die Solarenergie. S wie Siegfried. Fünfmal das S. Oh. 375 Euro. Ein auch viermal vertreten. Also hier sahen jemand ab. Das sind 875 Euro bereits. Wir suchen ein Ereignis. Also noch ein bisschen. Mhm. Okay, 100 Euro. Jawohl, wir nehmen das N wie Nordsee. Zweimal. Bereits 600 Euro. Wir hätten gern das D wie Dietrich. Zweimal. Ihr habt 1100 Euro. Wollt ihr was kaufen? Nein? Gut. Nein, wir sind geizig. Und jetzt bekommen wir das nächste sehenswerte Rätsel. Sehenswert, ganz einfach, weil Katrin es präsentieren wird. Ja. Ja, kleiner Schleimer, aber danke schön. Wie? Ja, was? Der nächste Bereich. Was? Ist was? Da gibt man ein Kompliment einer Dame, dass sie gut aussieht. Und bei dir sind alle Schleime, die sagen, siehst nein, gut aus? Nein, das ist natürlich ganz süß und nett von dir gemeint. Ja, Mensch. Dankeschön. Sag was. Ja, natürlich. Der nächste Bereich ist Literatur.